Leute, die an die Kasse gehen und 300 Euro Pfandbons einlösen. Ich mache jetzt selber einfach. Sieht. Hallo, einen wunderschönen Nacht da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wir gucken uns Videos in dieses Internet an. Heute wieder mit den Stream-Clips aus die deutsche Lande. Und wir erfahren heute, warum keiner mit dir spielen will. Wer auch immer dir ist. Ich freue mich. Wir gehen mal rüber. Schwupp. Und dann werde ich einmal kurz hier das Fenster mir grabben. Welches nehmen wir denn heute? Oh, dieses Fenster. Das finde ich schön. Tada. Wunderschön. Ich hätte natürlich Dinge vorbereiten können, aber nö. Das kostet ja Energie. Achso, natürlich nehmen wir da besser mal unser React-Gedöns, weil ansonsten sitze ich die ganze Zeit im Bild und das muss ja nicht unbedingt sein. Ich freue mich drauf. Folge 280 schon. Ich glaube, so viele Clips dürfte ich diesmal gar nicht kennen. Gucken wir mal. Ist ja mal so ein bisschen, ne? Muss man mal gucken. Schauen wir mal. So, Herr Kapellmeister, Musik aus, Dankeschön und let's go. Wir gucken jetzt eine Folge Stream Clips Germany. Oh. Das macht voll Spaß. Das ist mein Happy Face. Ah. Ihr wollt es nicht sehen, wenn ich unglücklich bin. Also, macht euch bereit und werdet genauso glücklich wie ich. Okay. Ich bin bereit, was ihr nicht wisst, ist wie gesagt genau dasselbe Face. Aber das kenne ich, ist bei mir ja nicht anders. Wir haben dann im Hort eigene Drachen gebastelt, basically. Als ich klein war, wir hatten ja damals nichts. Man hat mir halt einfach eine Mülltüte an so eine Angelschnur gebunden. Wir haben keine Drachen gebastelt. Aus Mülltüten. Wir waren im selben so Kindergarten. Einfach mal sagen. Definitiv. Oder, keine Ahnung, Geschwister oder weiß ich nicht was. Sind beides recht bunt, ne? Vielleicht einfach der wie sagt man, nicht verschwundene Zwilling? Wie sagt man denn der verlorene Zwilling, glaube ich, sagt man, ne? Irgendwie so. Ja. Warm, Juna. Ich werde angegriffen, Tim! Ich werde angegriffen, Tim! Das ist unter Wasser, ne? Oh mein Gott. Oder? Ich werde angegriffen. Ich weiß nicht, woher. Ich werde nicht mehr angegriffen. Angegriffen. Irgendwas war im Wasser. Du bist einfach ertrunken. Auch warm, Juna. Du hattest keine Luft, Jimmy. Ey, selbst ich habe das geschnallt und ich kenne Minecraft nicht. Unknown Tapes? Warte mal, ist das nicht das... Nee, das ist nicht das Spiel, wo man nicht schreien darf, ne? Weil das heißt... Don't scream. Hallo? Du Gamerin bist. Ja, das war tja. Stream leider vorbei dann. Streamer gestorben. Was gegen die Terms of Service verstößt, ja? Also zumindest wenn es provoziert ist, beziehungsweise wenn es geplant ist. Sagen wir es mal so. Ne? Aber ich glaube, selbst, also wenn es nicht geplant ist, kann es dir, glaube ich, relativ egal sein. Weil du bist dann tot. Das ist egal dann. Ne? Ja. Okay, offensichtlich habe ich wieder bei Discord normale Sounds drin. Das ist ja voll langweilig. Na gut. Toss. Böse, böse. Du Gamerin bist, oder willst du sagen, dass du Gamerin bist? Hä? Sag mir, dass du Gamerin... Warte mal, was?
ohne mir zu sagen. Du Gamerin bist, ohne mir zu sagen, dass du Gamerin bist. Ach so, ah, die Haare. Ah. Shit. Seriously, where is he? Der Clip war leider vorne. Also den hätte man eigentlich nochmal neu klippen müssen, aber vielleicht nicht immer lässt sich ein Clip nochmal neu. Also zum einen ist es schade, dass man leider nach wie vor, du kannst Clips, selbst der Creator kann Clips nur zurechtschneiden. Insofern, dass, also der Clip ist da und ich kann zum Beispiel nochmal das Ende oder den Anfang ein bisschen zurechtschneiden. Ich kann leider nicht den Clip erweitern. Das wäre nochmal schön, wenn man jetzt merkt, oh, da hat derjenige, der den Clip erstellt hat, vorne einfach zu wenig Zeit gelassen, um in den Clip reinzukommen. Ja, deswegen lässt man immer so ein, zwei Sekunden einmal Zeit, dass man einmal checkt, ah, okay, das ist sie, das ist Sims. Hallo, hallo. So. Ja. Aber der Clip geht halt sofort los. Und auch mitten im Satz. Das ist immer ein bisschen. Also wenn ihr selber irgendwelche Clips erstellen wollt. Böse, böse, ne? Ja. Na gut, gucken wir mal. Also, Haare. Shit. Seriously, where is he? Oh, I want to suck your blood! Yep. Was ihr nicht gesehen habt, sie hat die Mundharmonika jetzt verschluckt. Hallo, ich bin Kitten. Das wäre wild. Ich muss mir für solche Sachen echt mal. Es gibt doch bestimmt irgendeine Möglichkeit oder so, die Musik einfach irgendwie, weiß ich nicht, zu checken, ob eine Videoquelle gerade pausiert ist oder nicht. Ich schreibe mir das einfach mal auf. Ich glaube, ich wollte das eh nochmal checken. So eine Art Audio-Ducking oder so. Wäre ja machbar. Nur halt irgendwie müsste ich das dann auf ganz niedrig stellen. Also wenn hier quasi überhaupt gar kein Sound mehr kommt, dass er das irgendwie schnallt. Oder sonst haben wir halt einfach kein Sound nebenbei. Ich schreibe nochmal Audio, Ducking, beziehungsweise pausieren. Gucken wir mal, da wird es mit Sicherheit ja irgendwas geben. Ich liebe ja das Buch Bram Stokers Dracula. Das habe ich so als Kind für mich, also was heißt Kind, so 11, 12 Jahre habe ich das für mich entdeckt und ich habe mir immer die neueste Auflage gekauft und in der Hoffnung, dass sich das Ende ändert. Ja! Dasselbe Buch immer wieder und dann immer gehofft, da ist was anderes drin. Genau, meine Mutter hat mich auch mal angeguckt, wie, du willst das nochmal? Ja! Wie viele Ausgaben hast du denn? 7? 7! Ich dachte, jetzt sagt sie alle. Okay, gut. Den Clip, ja, der geht noch ein bisschen weiter. Weil sie nämlich sagt, 7 ist tatsächlich nicht das Maximum, was sie hatte. Sie hatte wohl mal mehr. Aber okay, ja, Kinder, also so funktionieren Bücher nicht. Ja. Das ist kein. Wobei, vielleicht müsste man bei Büchern mittlerweile auch ein Remastered oder so oder ein Reboot vielleicht draufschreiben. Vielleicht hilft das. Aber nein, so funktionieren Bücher nicht. Ja. Also. Ja. Okay. Wild. Ja. Ja. Wie viele Ausgaben hast du denn? 7? Alle. Sie hat einfach 7? Alle. 7? Das wäre so witzig, wenn es noch die Twitch-Clips Germany wären, ne? Die TCGs, aber sind es ja leider nicht mehr. Ich habe ja auch erst relativ spät, beziehungsweise ich bin immer noch der Meinung, TCG heißt nicht Trading Card Game, sondern einfach Twitch Clips Germany. Und, ja. Aber der geht richtig ab, generell. Ich habe auch schon, wenn ich, ich habe im Moment auch, ich habe den Old Market gespielt, ich habe den Supermarket Sim im Moment und dann gucke ich natürlich auch mal ganz gerne so ein bisschen rum auf Twitch und ich sehe so viele Simulatoren, das ist immerhin so ein richtiger Hype, so ein richtiger Schrott, weil der da auf dich zukommt an Simulatoren. Jeder bringt irgendwie einen Simulator raus, dann ist das Ding kurz im Early Access
Und dann wird es nie wieder angefasst. So. Das finde ich bei Spielen immer ein bisschen schade. Das war so ähnlich wie damals, wann war das? Ich glaube 83, da war der Videospiele-Crash. Das war dann einfach so, liebe Kinder, dass so viele Konsolen und Videospiele den Markt überflutet haben, dass die Leute gar nichts mehr kaufen wollten. Weil es einfach, du hast einfach viel zu viele Systeme gehabt, viel zu viele schlechte Spiele vor allen Dingen. Ihr kennt mit Sicherheit vielleicht fürs Atari 2600 ET, ja, das, was sie in der Wüste verbuddelt haben, das haben sie auch wirklich gemacht, weil die haben das ja vor 10 Jahren, glaube ich, schon mal ausgebuddelt oder zu Corona, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vor 5 bis 10 Jahren haben sie es ja mal ausgebuddelt. Und das Problem gibt's auf Steam, finde ich, auch so ein bisschen, nicht ganz so krass. Glaube ich zumindest, ich bin nicht ganz so sehr in dieser Szene drin. Aber ich habe zumindest das Gefühl, immer mal so ein bisschen Simulatoren oder auch, dann gab es eine ganze Zeit lang diese Souls-like oder Roguelite und Roguelite-Spiele und das ist ein richtiger, also wenn irgendwas funktioniert, ja, dann merkst du halt sofort oder diese Spiele, wo man mit dem Auto durch die Gegend fährt, The Long Drive, ich glaube Drive Beyond oder so heißt das andere Spiel, das sieht eigentlich genauso aus. Dann gibt es noch irgendwie ein drittes. Das mit dem Sturm gibt es dann ja auch noch, ja, wo man irgendwie durch den Sturm fährt. Okay, das wiederum sieht ein bisschen lustiger aus. Es muss ja auch nichts Schlechtes sein, wenn man einfach eine Idee nimmt und die einfach nochmal so ein bisschen verbessert oder so. Ich meine, Supermarket Together zum Beispiel ist einfach kostenlos und setzt voll auf den Multiplayer. Gut, das Spiel vom Gameplay her ist nicht so ausgereift wie der Supermarket Sim, wie das Original nennen wir es jetzt einfach mal. Aber, ne, aus Februar 2024, aber alles, was danach kam, das hat teilweise schon so seine Berechtigung und seine Selling Points, sagt man, glaube ich. Aber nicht, es ist manchmal echt zu viel. Ja, ich habe jetzt schon irgendwie Coffee oder Tobacco Sim gesehen, also du kannst mittlerweile alles kannst du verkaufen. Ich habe schon gedacht, demnächst kommt hier Mattel Reifenhandel oder wie das heißt. Nee, Mattel ist, glaube ich, Spielzeug, ne? Aber ihr wisst schon, irgendwie so Mattis Reifenhandel, keine Ahnung was, ja? Werkstatt Günther macht dann da seinen Laden auf und, ja. Es gibt's ja auch, ey, es gibt Pump Simulator, es gibt Gas Station Simulator, es gibt, ja, Werkstatt Reparatur Simulator gibt's, glaube ich, auch schon, beziehungsweise beim Gas Station, Pump Simulator, was auch immer. Da gibt es irgendwo ein Spiel auf jeden Fall. Da hat man auch eine Werkstatt. Da musst du dann so Autos auseinanderbauen und so. Die Bremsen dann neu machen und so weiter. Alles schon da gewesen. Und ich glaube, wenn man sich das heute alles anguckt, das ist immer noch alles im Early Access. Weil einfach, das wird einfach rausgehauen. Die Leute denken, ja, okay, passt. Ich gucke einfach mal, ob ich das programmieren kann oder so. Oder das ist vielleicht deren Erstwerk. Wird das rausgehauen und dann. Ja, schwierig. Ja. Naja. Wo waren wir? Twitch-Clips. Stream-Clips. Hier, TCG auf jeden Fall. Was? Warte, erstmal der Kartenwertstand daneben, ne? Okay, so ein paar Euros und dann hat er hier so eine. Für 14.000 kriegt man das dann auch oder muss man die dann verkaufen oder ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Außer dass die Kartons da hinten, na gut. Ich habe eh das Gefühl, dass ich habe es noch nicht nachprüfen können, aber ich glaube, im Supermarket Sim und Supermarket Together sind teilweise dieselben Produkte drin. Ich glaube, das stammt aus irgendeiner Datenbank oder so. Vielleicht war es auch bei Unity dabei. Der TCG wird mit Sicherheit ja auch per Unity gemacht worden sein. Da gibt es mit Sicherheit dann irgendwo so Assets, die du kaufen kannst. Ja, Clawsifair. 14.000 Euro. Oder er stirbt gerade, ich weiß nicht. Herzinfarkt. Habe ich die gerade aufgetreten?
Hat sie die gerade aufgetreten? Was? Hab ich die ge- Hat sie die aufgetreten? Passt. Also hab ich die gerade aufgetreten? Ja, so ein bisschen. Ah, so nein. So dezent. Nein, ich hab mich in die Tür gestuckt. Nein. So, du brauchst immer zwei. Ja, das ist natürlich, oder gut, Crime Scene Cleaner wiederum ist natürlich ein bisschen was Besonderes, insofern, dass es den schon, also dass es den nicht unbedingt gab. Es gab schon verschiedene Cleaning Simulators, glaube ich. Es gab ja auch diesen Viscera Cleaner, ich glaube, da arbeitet man in irgendeiner, irgendwo beim Weihnachtsmann oder so, oder ich glaube, das war ein Add-on dafür. Da musst du auf jeden Fall woanders was cleanen. Aber Crime Scene Cleaner, ja, okay, gut. Wäre jetzt nichts für mich, glaube ich. Ist halt auch wieder so ein Second-Screen-Game, ne? Wir wissen alle, die Leute spielen das nur wegen dem Song Ila Bodura, Beste. Ja. Tür gestackt. Nein! So, du brauchst immer zwei Leute. Du musst immer so ein bisschen rumwechseln, immer rumprobieren und so, wo was passt. Okay? Fürs nächste Mal, weißt du Bescheid. Gar nichts mehr gefärbt habe. Weißt du Bescheid. Und ey, das ist der... Moment mal, das ist der Pulli, den ich dir damals gezeigt habe. Und du hast gemacht... den habe ich dir da gezeigt. Oh, ey, die Stimme, Mann. Das sieht voll schön aus mit so einem Hemd drunter. Und du so... Also, nur um das nochmal klarzustellen. Mischbaum kann auch normal reden. Die redet nicht immer nur so die ganze Zeit. Die kann auch normal. Ja, die Sonja. Also die da, ja. Aber Alter, ey, wenn sie redet mit... Ach nee, boah. Das kitzelt an meinem EQ so ganz, ganz hart, ey. Das ist nicht gut. Audiofilter sagt nee. Stimmt! Das ist, und den hast du geirrt! Den hast du geirrt, jetzt hast du den an! Du bist so hinterhält! Geirrt? Okay. Also wenn man sagt, das ist dann Chris merkt sich das. Tick, ich glaube das nicht. Nein, wie geil ist das denn? Sie kommen uns hinterher. Warte mal, Kleintanne, ne? Ich glaube, das habe ich letztens schon mal gesagt. Ich meine, das ist die von Apple War. Von damals. Oder war das kleine Tanne? Ein kleiner Nadelbaum auf jeden Fall. Aber ich glaube tatsächlich nicht so. Egal, sie spielt Fortnite. Yes. Ohne Bauen, mit Bauen, ich habe keine Ahnung. Nein, wie geil ist das denn? Aber sie fährt auf dem... die fahren da auf dem... Er fährt mit! Ja, sie fahren mit! Ihr müsst das klicken, bitte! Ja, die fahren nice. Mit, wir sind in der offiziellen Fortnite runter und sie fahren einfach mit. Wie geil ist das denn? Ja, kann man doch auch mal machen. Einfach, weißt du, warum denn immer dieses Abschießen... Huch, wo ist meine Musik? Ah, da. Dieses Abschießen-Gedöns, weißt du? Einfach mal, ich liebe das, wenn in solchen... Oder gut, das gab's, habe ich einige Dead by Daylight Clips schon gesehen, wo das dann war, irgendwie so, wo der sagt so, nee, nicht töten, oder wo die eine da hinter der Bar steht und der Killer dann davor und sagt so, ich glaube, die hatten keinen Voice-Chat, aber dann sagt der Killer irgendwie, ich hätte gern irgendein Getränk oder so. Und dann ist da immer ein bisschen Roleplay drin, weißt du? Das ist immer ganz geil. Oh Gott, ich kann, seit wir den, ich glaube, letzte Woche hatten wir den Clip, wo Hime gesagt hat, hier, Clippy, da zwischen M und C, da kann ich Ich mach dir das Logo richtig und seitdem kann ich es nicht mehr I can't unsee it, ja, oder hier bei A und M, da muss noch ein Leerzeichen dazwischen. Oh, das ist, oh Gott. Und hier eigentlich, also, oh Gott. Es macht, oh Gott, das stirbt. Also, würde was in mir leben, es würde was sterben, sagen wir es mal so. Haifi Shalam, was? Haifi Schallarm ausgelöst wird. Also nochmal, hast du gewusst? Nee, Haifi Shalom, das ist irgendwas, was zu essen, glaube ich. Haifi Shalom, das kriegst du beim Dönermann. Haifi
Schallarm ausgelöst wird. Also nochmal, hast du gewusst, dass wenn Crescendo im Meer auf dem Rücken schwimmt, wegen seiner Nase, Haifisch-Alarm. Ah, oh mein Gott. Ding, 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 ding. Mit einem Elektroauto zu fahren, weil für mich ist das Fahrgefühl viel angenehmer als ein Auto mit Motor. Also, na, also komm. Also, mit einem Elektroauto zu fahren, weil für mich ist das Fahrgefühl viel angenehmer als ein Auto mit Motor. Ja, okay. Also, ich denke mal, wir wissen alle, was sie meint. Wenn das Hirn mal kaputt geht. Hallo Real Deko. Quasi. Ne, wer da draußen kein Streamer ist, ich sagte es letztens schon mal, damit du auf Twitch streamen kannst, musst du quasi am Infoschalter dein Gehirn abgeben oder dein was auch immer. Dafür sorgt, dass du keinen Stuss redest. Weil ansonsten kannst du die Übertragung gar nicht starten. Ja. Das ist so eine Art, naja, damit wird das ja übertragen. Für manche ist es aber auch eine Art Pfand, glaube ich. Ja, die müssen einfach irgendwas abgeben. Das Wertvollste, was sie haben, das müssen sie abgeben. Irgendwo wollen die dein Horn, die wollen dein Horn nicht. Oh no. Hirn, ach so. Okay, guck mal, geht schon los. Manchmal bei den Zuschauern ist das auch der Fall. Die müssen ihr Hirn auch abgeben. Ja? Hi, Lea. Hi! Ich hab mein Hirn abgegeben. Ich schlepp das ja mal in einem Glas mit mir rum. Das ist das Hirn von meinem Papa. Der hat mir das gegeben, hat gesagt: Hier, bitte pass drauf auf, ich brauch das nicht mehr. Ich hab genug davon. Mhm. Danke für den Kürbis. Hallo, Botte. Was ist denn jetzt los? Jetzt habt ihr gerade irgendwie irgendeine Runde, habt ihr einen Talk irgendwie gehabt oder so? Und ja, lass mal da jetzt rinnen oder was? Oder wie? Oder was ist hier los? Oder ist es bei Twitch auch so, dass, ach, keine Ahnung. Ich habe eben schon geguckt, ob ich überhaupt live bin. Ich dachte so, nö. Muss man ja mal drauf gucken, ne? Dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Wobei ich, mein Bot mir das ja mittlerweile auch sagt. Wenn ich zum Beispiel aus Versehen den Bandbreitenmodus an hätte, dann würde der das sagen. Mhm. Das kann man nämlich über OBS rausfinden. Also OBS kann das meinem, du kannst es über das Websocket kannst es auslesen. Ich dachte nur so, aber mal gucken. Premonition ist froh, dass Chris noch nicht den Löffel abgegeben hat. Nee, das ist mein Löffel, mein goldener Löffel mit dem wurde ich gebaut. Also der Löffel ist Bestandteil. Wir haben die aufgelauert, das glaube ich, ja, so hinterm Bahnhof, so. Man ist doch gewohnt, dass 30 Minuten Intro bei Twitch gibt. Das ist richtig. Ich schalte normalerweise sonst auch 30 Minuten Werbung. Jede Stunde. Deswegen passt das. Deshalb werden erst viele nach 30 Minuten aktiv. Das glaube ich. Hat er immer noch den goldenen Kappa? Kann man sehen, wo du den her hast? Nee, ne? Nee. Wild. Na gut, haben wir ja auch schon mal einen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. War das vielleicht sogar der erste? Nee, es war nicht der erste Train, ne? Aber wir hatten irgendwann auch mal Miko. Natürlich war es Miko. Aber wir hatten, glaube ich, auch mal einen goldenen. Ich glaube, der zweite oder dritte war das. Das habe ich mir leider nicht gemerkt. Gestern Abend. Wild. Na gut. Also, ich war gerade dabei. Ich wollte sagen, ne, mit einem Elektroauto zu fahren, weil für mich ist das Fahrgefühl viel angenehmer als ein Auto mit Motor, ist natürlich inhaltlich Quatsch. Sie meint aber natürlich mit einem Ottomotor oder mit einem Verbrennungsmotor. Ja. Ein Elektroauto hat natürlich auch einen Motor, nämlich einen Elektromotor, aber ja. Bei dir, was? War frühzeitig? Ja, irgendwann frühzeitig? Frühzeitig klingt so. Ah, du musst frühzeitig ins Bett! Das Fahrgefühl ist besser, als wenn man selber strampeln muss. Das auch, ja. Das auch. Ein E-Bike ist sowieso auch immer viel geiler als ein normales Bike. Also,
Ja. Motor, Elektro, ich liebe Elektromotoren. Richtig schön. Aber ja, gut. Guck mal, die kann gar nicht richtig reden. Nee, ist einfach. Ja, okay. Kann man mal machen als Zitat, aber ich glaube, da hatten wir auch schon, da hatten wir auch Sonntag wesentlich bessere Zitate. Glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ich habe schon wieder alles gelöscht von Sonntag. Damit ich sagen kann, oh, den Clip kenne ich gar nicht. So. Ich bin gar nicht im Video drin. Beim Maka, das ist kein Scherz. Ich habe das beobachtet. Die Deutschen tanzen nie. Aber wenn Macarena kommt, alle tanzen. Und dann waren wir, ich glaube, ein halbes Jahr später auf einer Hochzeit. Und jeder sitzt. Macarena geht an. Alle stehen auf. Ja, den kann ja auch irgendwie jeder. Also außer ich. Ich weiß gar nicht, wie das. Keine Ahnung. Ich kann meine Arme nicht bewegen, von daher ist das egal, aber irgendwie sowas halt. Bei Last Capture wird schon schwierig. Und ansonsten, was gibt es noch so für bekannte Tänze? Keine Ahnung. Ey, das geht bestimmt in 10, 20, 30 Jahren ist das mit Fortnite-Tänzen bestimmt genau dasselbe. Oder ist ja teilweise heute schon. Wenn Macarena kann gleich Hexe. Okay. Ja. Passt ja. Mal gucken, wie viele Macarenas es geben wird für was wollte ich sagen? Hauptschnittstelle? Die Hauptschnittstelle. Hautwechsel. Zurücksetzen, speichern, Hautwechsel. Skin Change. Main Cut. Dish. Keine Ahnung. Main Menu, vielleicht irgendwas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich doch nicht. Bin ich. Muss das. Frag das Putzi mal, der weiß das. Einer geht an, alle stehen auf. Ja! Ich hab die verfickte Scheiße durchgespielt! Okay, hat er sich ein. Okay, Jump King. Das kenne ich. Das hat Ginger mal gespielt. Da muss man so hoch. Hochjumpen. Speedrun. Yo, Alter, Speedrun in 4:34? Ist das 4 Minuten 34? Ah ja, ist. Ja, 4 Stunden wäre ein bisschen blöd, weil das YouTube-Video geht noch 5:34. Okay. Und er hat jetzt einfach geguckt, ob man da hinspringen kann, ob man noch Ja, okay, das kann ich ihm vielleicht gar nicht so. Stell dir mal vor, er hat es bis oben geschafft und dann läuft er da so hin und dann ist da plötzlich eine Falltür oder so und du fällst dann runter. Ich hätte das als Entwickler, glaube ich, so gemacht. Gut, danach hätte ich Morddrohungen erhalten oder so, ja, aber ja. Aber können wir mal drüber reden, warum er bei Windows den White Skin benutzt? Aber auf YouTube dann den Dark Mode. Das ist nicht okay. Der Clip ist noch nicht ganz vorbei. Ja, was? Er hat's noch geschafft? Oder nicht? Nee, oder? Ja, okay, gut, wir gucken mal. Ja! Ist es noch ein Fail-Clip? Jetzt stürzt sie runter. Durchgespielt! Hä? Die haben wir doch gerade schon gesehen. Die Falltür kommt bestimmt noch. Okay. Nee, ich glaube tatsächlich, dass sie. Es wäre so geil, wenn sie einfach runterfällt. Dann geht er auf den Balkon, der Balkon bricht ab, sie fällt runter. Und dann Jump King 2 ist dann. Sie muss ganz nach oben es schaffen. Ja. So, was? Sister Prototype? Ich weiß immer noch nicht, warum keiner mit dir spielen will, aber wir gucken mal.
Serious Sam, the first encounter. Lachs oder Lüpterlachs, bis bald durch mit den Kim. Also, ich hoffe, laut Elric bin ich jetzt gerade im letzten Level. Er hat's geladen, oder? Wollte er speichern? Ja, er hat auf Load geklickt, okay. Ich hoffe, laut Elric. Und er hat natürlich auch nur. Leute, warum liegt ihr immer nur einen Save? Dead man tell no lies. Genau. Warum liegt ihr immer nur einen Save? Alter, ich krieg eine Krise, wenn ich irgendwen sehe, der sein Save-Game überspeichert. Alter, das ist. Schon wie bei Mass Effect zum Beispiel. Ah! Die hat immer auf den Save. Bei Mass Effect, Alter, ich hab teilweise über 150 Speicherpunkte. Weil du kannst bei Mass Effect so viele Speicherpunkte anlegen, wie du willst. Da wird nach jeder Mission wird da irgendwie gespeichert einmal. Beziehungsweise gibt's noch mittendrin gibt's noch Autosave. Was denn los? Also, nicht, dass man das mal irgendwann brauchen würde, außer für, keine Ahnung, wofür bräuchte man sowas? Wenn man irgendwelche geilen Videos oder so machen will oder keine Ahnung, weil es gibt auch so Spiele, Stray zum Beispiel hat leider nur 3 Save-Games, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Supermarket Sim hat gar kein Save-Game, bla, also es gibt wohl eine Mod dafür, dass man da so ein Save-Game anlegen kann, aber das Ding hat ja ansonsten nur einen Speicherslot, aber es speichert zumindest geil. Solange du den Tag nicht begonnen hast, kannst du nämlich so oft speichern, wie du willst. Aua, was denn? Kürbisse sind gesund. Drück gleich F9, er ist back in game. Das glaube ich auch. Lurk, okay. Danke für den Lurk. Für den Lurch. Egal. Also er hat auf jeden Fall den Klassiker gemacht. Klassik-Fail. Letzten Level. Jo. Aber er hat es sofort begriffen. Kennt ihr diese Momente, wo ihr speichern wollt? Und auf Laden drückt. Nein. Ich glaube auch irgendwas mit Technik. Potlusch, ja. Oh, technischer Zeichner. Vielleicht für eine Firma. Der sitzt da und er. Ist der Manuel. Bin der Manuel. Bin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Technischer Zeichner. Okay, ja. Okay, er reagiert auf sich selbst. Pass auf, wir wissen alle. Ja. Falsche Seite. Ach, Digga, ist das behindert? Und zwar kennen von euch einige bestimmte. Ah ja, oh, der ist lustig, ja. Weiß nicht, Kritzel irgendwie auch wieder aufstrebend. Ich verstehe nicht ganz, was das heißt. Ich sehe so. Hashtag Ausrufezeichen Info. Ich glaube, ich muss bei ihr mal reingehen und mal Ausrufezeichen Info machen. Ich verstehe das nämlich nicht. Wie sie sieht so? Sie sieht in Fenstern oder was? Katzal, okay, da kennen sich welche. Aber ich glaube, ich habe irgendwas. War ich nicht sogar auf ihrem Kanal schon mal? Da war doch irgendwas. Sie hat Probleme zu sehen. Ach so, okay. Das ist sie, okay, das heißt, sie sieht einfach mehrere. Oder sie sieht verschwommen quasi, irgendwie so. Naja, auf jeden Fall, pass auf, jetzt wird's lustig. Da bin ich mir Pokémon sicher. Pokémon Dicta. Und Dicta hat doch diese Nase hier. Ja. Aber was ist, wenn die Nase gar keine Nase ist, ja, sondern ein Mund mit einem Zahn? Ja. Blab, 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 ja, Chat, ne? Can't unseared. Wild. Kennt man sie, yes. Mir, Schatz, wollen wir nicht im Bett, wollen wir das nicht so ein bisschen auffrischen? Wollen wir nicht ein bisschen Lust auf so Spielzeug? Mal neu beziehen oder was? Klar, Schatz. Und dann sind wir im Bett und dann. Oh. Er kommt! Ich hab gedacht, kenn ich gar nicht. Den schwarzen. Warte, hallo, ich kann lustig sein,
Millennium Falcon, keine Ahnung. Wie heißen denn die? Bird of Prey. Es ist ein schwarzer Bird of Prey. Ich wollte gerade sagen, wie heißen denn die Dinger bei Star Trek? Er kommt. Bird of Prey. Ich hab gedacht, der roten Dasher. Ich glaub's auch. Ah, ich sollte beim Googlen das nächste Mal aufpassen. Ich hab gegoogelt, wie weit kann man einen Menschen aufpumpen, und das erste, was ich kriege, eine Penispumpe verwenden, 14 Schritte. Das ist, wenn du richtig fest bist, dann kannst du den Schwabbelarm. Dann kannst du hier so richtig. Nein, das sind ganz freundliche Unterarme. Die winken. Okay. Oh mein Gott, ich hatte so eine gute Idee. Es gibt ja diese Integration, damit die Vibratoren steuern kannst. Über Chat-Redeems. Und dann hätten wir die hingelegt auf den Tisch und dann hätten wir das große Vibratorenrennen gemacht auf Twitch. Aber nein, Twitch sagt, nee, terroristische Inhalte sind okay, aber Elia-Walz Vibratorenrennen, das ist zu viel. Ja? So, jetzt können wir das bauen, oder? Ob man das auf dem Herd stellen kann? Oh, aber ja, de facto. Ja, ich kann die herstellen. Nein, ob man das auf dem Herd stellen kann, das Fass. Das könnte man echt mal testen. Was? Ich kann das herstellen. Ob man das herstellen kann, so ein Fass? Ja, ich kann das herstellen. Okay. Wild, ob man das auf den Herd stellen kann. Ja. Würde ich mich auch mal. Ja. Frage ich mich auch. Aber Abiotic Factor. Da wir ja gerade wieder Half-Life spielen. Ich glaube, das müssen wir demnächst mal. Habe ich das nicht schon? Ich guck mal gerade, ob ich das schon habe. Das müssen wir demnächst nochmal. Auszahlung ist ja nächsten Monat. Da müssen wir einfach nochmal ein bisschen was zurück. Müssen wir mal gucken. Abiotic-Faktor. Oh, ich hab's schon. Okay, ich hab nichts gesagt. Nice. Aha. Das ist sehr interessant. Ich finde das immer witzig, wenn man hier sieht, wer das schon gespielt hat. Ja, gucken wir mal. 2 Fragezeichen, O.O. Ja, bitte. So, ich weiß immer noch nicht, warum keiner mit dir spielen will. Ob man das herstellen kann, so ein Fass? Ja, ich kann das herstellen. Stardew Valley ist jetzt nicht wirklich Retro, aber Retro-Stil. Und ich bin der Dino dabei. Ich wollte gerade sagen, mein Schatz winkt mir die ganze Zeit so komisch zu, aber nein, sie putzt gerade. Knossi, wie viel? Naja, manch einer winkt, der andere putzt. Also, wenn du ganz schnell, wenn du an der Fensterscheibe stehst, mit einem Schwamm in der Hand und ganz schnell winkst, dann wird die auch sauber. Oder? Ist das nicht dasselbe? Zwingt mir die ganze Zeit so komisch zu, aber nein, sie putzt gerade. Knossi, wie viele Wochentage beginnen mit einem M? 2. Oh, nee. Januar, Februar, März? April, Mai. Was? Mai? Moment. Juli, August. Moment. 2, ja. Er wäre auf dieselbe Lösung gekommen. Wild. Ich habe gerade überlegt, ich könnte mir theoretisch. Könnte mir ein Toggle bauen. Weil ich kann ja das GoXLR, ich kann ja den Fader kann ich runterziehen und gleichzeitig das Video starten. Egal. Ich find's toll, dass sie dort offensichtlich ihr Spülbecken einbauen will, aber ich glaube, darum geht's nicht. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Offensichtlich hat sie hat vielleicht Proforma oder sie hat einfach sehr, naja, typische Handwerkerhände eigentlich, ne? Seid ihr auch solche Leute, die nicht irgendwas einbauen können, ohne sich die ganzen Hände kaputt zu machen?
weil man sich ständig irgendwo schneidet oder stößt oder irgendwas. So. Da gibt's einige. Ups, andersrum. So. Durch! Und nicht nur mit dem Loch. Ich hab ein Loch in meinen Keramik. Ich hab mein Keramikwaschbecken mit dem Bohrer per Hand gemacht. Mit dem Ding hier. Warum? So, welchen Baum kann ich jetzt ausreißen? Alle. Oh, guck mal, er ist auch schon bereit. Du hättest einen Helm tragen müssen. Also, warum muss man in das Keramik Waschbecken ein Loch machen? Also, vielleicht weil es nicht gepasst hat, aber normalerweise ist doch da schon, wenn ich mir ein Spülbecken kaufe, ist da schon ein Loch drin. Für die Mischbatterie. Stimmt, das war kleiner, ne? Ich dachte gerade an den Ausguss. Aber nee, stimmt, für die Mischbatterie, ja. Aber das ist doch eigentlich auch schon passend, oder nicht? Gut, ich habe noch nie ein Spülbecken gekauft. Ich kenne mich da nicht aus. Aber eigentlich, nein. Okay, gut, Primo sagt nein. Ist nicht passend. Bei Universellen nicht. Okay. Ja gut, dann halt nicht. So. Hat gewonnen. Eine Kleinigkeit. Und dann sage ich zu ihm, du hattest doch Bunnyhop und Wallhack an. Und dann guckt mich mein Sohn an. Rotzfrech von der Seite. So. Woher willst du denn wissen, was Bunnyhop und Wallhack ist? Hä? Junger Mann, Entschuldigung. Entschuldigung, während du noch in meinem Uterus gechillt hast, habe ich schon Jahre vor dir gezockt. Also mal ein bisschen vorsichtig, was du jetzt hier sagst, okay? Ja, okay, ich frage ja nur. Wild. Da kann man das Becken bzw. die Ablage links oder rechts platzieren. Ja, stimmt, das wäre vielleicht sinnvoll, ne? Dass man sagt, oder ob das, ja, ich hätte gedacht, vielleicht wäre das ein bisschen vorgebohrt oder irgendwas, aber... Nee, stimmt. Das, ja. Primo smart. Primo Heimwerker. Ja. Ja. Ich kann den Sound ausstellen, nur, pass auf, nur indem ich den da reinstecke. Ja, doch, hat er jetzt gemacht. Ja, okay, sag mal was. Ja. Oh, er hat bei ihm auch den Sound ausgemacht. Jetzt habe ich wieder Ton, oder? Krass. Hä, wenn du den reinsteckst, ist bei mir auch der Ton weg. Halt dein Maul. Doch, wirklich? Warte, ich stecke ihn nochmal rein. Ich schwöre dir, als du es reingesteckt hast, war bei mir wirklich einfach die... Oh, scheiße. Okay, hat aber gut gemacht. Ja, man hat es ja gehört, als er den, ne, wenn er den kleinen Adapter, das ist dieser kleine Adapter. Okay, wild. Also man hört es ja am Knackgeräusch. Das heißt, Olli konnte natürlich dann entsprechend da reagieren. Aber ja, ich glaube, Flo hat ihn einfach nur rein, damit es geknackt hat, und dann hat er den einfach wieder raus quasi. Das ist ja wild. Ja, okay, gut. Olli trollt halt gerne. So. Alles klar. Hier kommt die nächste Aufgabe. Oh Gott, das ist im Moment auch irgendwie der Creepypasta Punch, den gibt's jetzt irgendwie als AI-Stimme oder so. Und jetzt hat jeder diesen, und vor allen Dingen, oh Alter, wenn die das alles von ihrem Handy im, ey, das ist dieses, wie als wenn die Leute im Zug sitzen oder irgendwie so und sich dann Sprachnachrichten so auf dem Handy anhören. So fühlt sich das für mich immer an. Ich denke mir so, Alter. Halt dein scheiß Handy nicht an dein Mikrofon ran. Mach das, keine Ahnung, gib mal ein Klinkenkabel oder weiß ich nicht was. Mach das doch mal ordentlich hier. Aber gut. Profi-Streamer, die haben halt sowas nicht. GoXLR hat ja kein Line-In oder so. Nein, nein. Stell dir vor, du bist ein Busfahrer. Okay. An der ersten Haltestelle steigen 10 Personen in den Bus. Mhm. An der zweiten Haltestelle steigen 3 Personen aus und 5 ein. Mhm. An der dritten Haltestelle steigen 2 Personen aus und 4 ein. Mhm. Wie alt ist der Busfahrer? Keine Ahnung, weil ich saß nicht im Bus. Ich bin schon
an der ersten Haltestelle. Ich bin rein in den Bus und bin hinten wieder raus. Was? Erinnerst du dich daran, dass du der Busfahrer bist? Das bedeutet, der Busfahrer ist genauso alt wie du. Also ich glaube, da sind gerade einige um einige Jahre gealtert. Also, Lunivu und Ginja beim Oktoberfest mit Polish Water. Okay, Wasser zum Polieren. Na, Melone. Da haben sie aber auch einfach alle 2D-Assets so free 2D-Assets let's go zusammengewürfelt, ne? Auf jeden Fall. Ich kenne noch nicht mein Alter, ich bin noch nicht allwissend. Ja, echt, ey. Ja, selbst ich kenne das nicht. Oh, und da gab's schon so einen richtig fetten Busch. Und dann habe ich den so wegrasiert, glaube ich, so mit dem Rasierer von meinem Papa oder so. I don't know, ich habe das so gemacht. Bein drauf auf die Toilette und dann so schön rasiert. Richtig nice, ja. So. Ja. Und irgendwas hat in mir gekickt. Ich weiß nicht, was es war. Und ich habe vergessen, dass ich mich rasiert habe. Ich bin aufgestanden, ich bin gegangen, ich bin in mein Zimmer gegangen. Und dann sind meine Eltern wiedergekommen. Die waren irgendwie einkaufen oder so. Und dann waren die so, Luni! Und ich war so, nein! Was ihr nicht wisst, Luni ist Garten- und Landschaftsbauerin. Das wollte ich nur mal erzählen. Ich mach die Augen zu, okay? Ach ja. Noch nicht. Okay. Lass mich raten, du hast den Kürbisgrün angesprüht und jetzt ist es ein Turtle-Kürbis. Du kannst die Augen aufmachen, es ist ein Turtle-Kürbis. Hey, ich dachte, das wäre Raz. Der sieht doch so aus. Hä? Verstehe ich nicht. So, Formula Lena. Das ist Formula Lena hier und das ist Bram. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht gerade schlank und so weiter, ja. Aber deswegen Harry. Was? Oh Gott. Harry, ach, nicht. Herr Yannick. Ach, Bram. Yannick, okay, Bram hat ein Problem. Aua, was denn? Ist so. Ich meinte natürlich, Formula Lena hat ein Problem damit, Namen auszusprechen. Offensichtlich irgendwie. I don't know. Keine Ahnung. Hey, Yannick. Okay. Aber wie kann man da Harry draus? Okay. Harry and Yannick. Ich glaube, das könnte tatsächlich sein, dass mal Luna. Ja, im Hintergrund lief die gerade lang. Ja, ja. Nee, ich glaube, Bram braucht zum Autofahren ja eine Brille. Und da er die nicht auf hat, könnte es sein, dass er die tatsächlich einfach nicht richtig lesen kann, die Namen, die da stehen. Weil ansonsten, weiß ich nicht, vielleicht hat er auch Legasthenie oder wie das heißt. Aber irgendwas ist da. Irgendwas ist da. Oh. Okay, alles gut. Alles gut. Okay, da musste viel gepiept werden. Ich bin überfordert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dass die, was ist das, eine Fritz-Cola oder was? Dass die nicht, die boxen die doch gleich um. Oh Gott, ha. Jans gefährlich gerade. Der war vorgestern im Stream ohne Brille gefahren. Oh, Bram, was? Das, bei Wreckfest bestimmt oder was? Oder beim Kart-Event, Gott, Alter. Ich bin überfordert. Du. Ich bin so überfordert. Du, boah. Stupor, was? Fühl mich da gerade gar nicht so geneigt, ehrlich gesagt. Mal Physik. Hey! Auf das Indie-Cam. Okay, ich glaube, das. Jetzt ist ja wieder die Frage, ob der Sound in Irland. Okay, wild. Irland-Stream. Wild. Das ist ja. Oh, es sind Milchbaum und ihre Schwester, glaube ich. Hä? Baummilch, nee, keine Ahnung, wie ihre Schwester heißt. Was machen die? 100% hast du meinen Löffel? Nee, ich habe meinen, frag den Chat, ich habe meinen eigenen. Nein. Sonja, ich sag's Mama, ich sag's wirklich Mama.
Caro, du hast. Gib mir deinen Löffel. Gib mir doch meinen Löffel. Ja. Sonja! Oh, guck, jetzt? Deswegen wollte auf dem Schulhof keiner mit dir spielen. Nein. Ich weiß aber auch jetzt. Au, Alice. Oh Gott. hier. Cringe. Ja. Ja. Ach so, ach, darum will keiner. Ah, jetzt weiß ich, warum keiner mit dir spielen will. Weil du den Kürbis runterschmeißt. Okay. Verdammt. Vorführeffekt. Oh, meine Hand! Ja. Meine Hand! Er hat gleich die Hand mit dran gepackt. Da musst du aufpassen, die brauchst Dreh du. Dreh mal um, ich bin drin. Oh. Wow, wow, wow. Oh, die Schwämme sind auch nicht so kräftig. Ja. Hä, wie geil. Warte, warte, ich will da rein. Hä? Oh Gott. Warte. Das wäre tatsächlich auch nichts für mich, ne? Oh Gott, wie ich wieder raus. Oh shit, was ist das denn? Also es sieht witzig aus. Aber ich denke mir halt so, ja, okay. Ein Bug in dem Spiel habe ich schon mal gesehen. Aber Gronkh ist immer so einer, er macht dann immer, hä? Was? Hä? Hä? Was ist das? Hä? Hä? Als wenn er noch nie einen Bug gesehen hat, weißt du? Das ist immer so dieses Overacting, was ich irgendwie, weiß ich nicht, nicht so cool finde irgendwie. Das finde ich immer sehr anstrengend. Lauft durch den Hühnerstall rein, da habt ihr eine Tür. Es geht aber der Ranch, rein, es geht der Ranch-Simulator ist genauso so ein Simulator. Gut, der ist, glaube ich, noch relativ gut programmiert, aber das ist auch wieder so ein typischer Simulator-Trash. Ich bin einfach zu seriös, das ist richtig. Dabei bin ich gar nicht in Serie gefertigt. Hä? Um den Weg zu minimieren, wir müssen nach oben. Durch den Hühnerstall dauert das noch länger. Mhm, tschüss. Ist das wegen den Zäunen da unten vielleicht? Okay, ich nehme das, der Ranch-Simulator ist gut programmiert, nehme ich zurück. Kürbis. Aber das Dach müsste eigentlich bis dahin gehen, ne? Ja. Upsi. Das ist eine Bar. Hier, da, ne? Hoppla! Ich finde immer eine Barre Geld. Das muss der schlechteste Satz ever. Hier, Bargeld. Eine Barre Geld? Okay. F-Text. Es steht noch nicht fest. Bitte kommen Sie in der Leichenhalle. Bitte kommen Sie in die Leichenhalle. Oh Gott. Willkommen in der Scheune. Warum hast du denn ein Messer? Ich bin nicht in die Alter. Wie war das noch mit Dalu? Einfach mit Dalu spielen, auch bei Lockdown Protocol, Alter. Ihr wollt mit Dalu nicht spielen. Das machst du eine Runde lang, danach hast du keinen Bock mehr. Ja, TTT, mal gucken, wann wir das irgendwann mal geschieselt kriegen. Vielleicht muss ich mir das mal angucken, um dann sagen zu können, man muss TTT nicht einfach nur installieren. Keine Ahnung, aber ne, müsste man sich mal angucken. Ich glaube nicht, dass es da einfach einen Install-Affe gibt. So funktioniert Garry's Mod halt nicht. Bei dir. Halt, stopp! Oh. Alter, was zum... Okay. Ah, oh, guck mal. Oh, voll süß. Was? Uns noch was? Schauen. Aber was? Wieso genau gibt es Knoblauchkondome? Was? Da habt ihr was nicht verstanden. Wenn's stinken soll, lässt Frau Van Welt das doch... Warum? Weißt du, was geil ist? Ich zeig euch gleich danach eine Sache, die geil ist, wo ich auch ein paar noch probieren will. Und dann so. Apropos. Toll, jetzt werde ich nie erfahren, was geil ist. Pizza? Danke, Pizza? Buna. Pizza? Das ist jetzt nicht ihr Ernst. Oh, Pizza. Oh. Wann hat sie die reingemacht? Oh. Lili? Oh. Ich habe gar keine Pizza. Oh Gott. Die Pizza liegt noch zugefroren. Oder jetzt nicht mehr. Die Pizza liegt jetzt aufgetaut auf dem Ofen obendrauf. Oh Mann, ey. Aber okay. Lilly und Badehaus, ne, Mensch. Ist auch eine. Ach so, okay. Bardimon Real Talk. Ich dachte, wo können die eine Collab machen? Ja, Badehaus macht so deutsche Bardenmusik. Würde ich das einfach mal nennen, so, keine Ahnung, wie man das nennt, so typisch deutsche Musik halt, oder so, also einfach so, ja, keine Ahnung, Musik auf Deutsch, so
Bardenmusik halt. Und Lilimon halt so Gaming, Pew Pew und so. Ja. Okay, wild. Ja, gut, weil wegen Talk. Gut, tut macht Sinn. Ich hab gar keine Pizza. Yes, yes, yes. Fili. Okay. Ah! Oh, ja. Doch die alle kaputt. Ich dachte erst, das wäre Dead Island oder so. Oh Gott, oh. Oh. Oh Gott. Aber wie kann denn das so ineinander klippen? Also normalerweise colliden die doch. Also der müsste den LKW einfach weggeschoben. Der müsste einfach weggeschoben werden. Aber die hängen ja, die stacken aneinander. Wie heißt denn das? Nee, die kleben aneinander. So, und weil die sich halt selber gegenseitig beide jetzt wegschieben, fliegt es halt durch die Gegend. Aber das dürfte eigentlich nicht vorkommen. Die snappen. Ja, das meine ich. Mit Sicherheit. Okay, ja. Der Uwe. Okay, tschüss, ich bin raus. Okay, er hat sich das noch nicht ganz überlegt. Deswegen gehe ich zu Professionellen, die machen es mir dann. You see? Ich muss sie enger machen, deswegen gehe ich zu Professionellen, die machen es mir dann. Ring, 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 ring. Ja, habe ich verstanden. Ja? Nee, ja? Oh Gott, stell dir mal vor, das finde ich gut. Stell dir mal vor, du hast wirklich so ein riesen Telefon, ey. Wie unpraktisch. Na, okay, gut, du könntest theoretisch oben, ich meine, so funktioniert ein Telefon. Du, in der Regel ist der Hörer immer größer als dein Kopf. Ja, oder zumindest auf derselben, so ein bisschen, also du hältst dir ein Telefon ja nicht komplett. Du sprichst ja nicht komplett in ein Mikrofon rein, in so einem Telefon da. Das machst du halt nicht. Aber du kannst ja, er könnte sich das so einfach ans Ohr halten und trotzdem nach unten da reinquatschen. Da würde man ihn ja auch hören. Vielleicht nicht ganz so, aber fand ich gut, genau. Wahrheits-TV, okay, das klingt irgendwie wild. Ach so, Moment, das ist gar nicht sein. Aua, was denn? Kürbis, das ist gar nicht sein Kürbis-Kanal. Okay, finde ich. Lass mich, ich finde das witzig. Ja, nee. Große, ja. Große Gegenstände, also übergroße, so auch so ein großer Stuhl oder so ein großer Tisch oder so. Kann man mal machen. Das ist aber auch eine fiese Kurve hier. Aha, ja. Oh Gott, ah, ha, ah, ah, ah. Oh Gott. Ist das Roleplay gerade oder was? Mach uns die Kapuze. Ah, oh, das ist eine Aussage, die jemand nicht sagen kann, der beschnitten ist. Wem ich auf den Sack geht, kann ich das machen. Ich hatte letztens mit meinem Chat die Diskussion. Ja, schon viel besser so. Ob das groß machen oder klein machen. Hä? Groß oder eben mit dem Schiff? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Baro. Du kannst doch was verschiffen. Nein, schiffen. Also, auf der Toilette schiffen. Das ist scheiße, ne? Das ist Pissen! Ja, okay, da sind sich die Leute uneinig, ne? Wer spielt den besessenen Stalker Alex Forrest, ich nicht. Der in einer verhängnisvollen Affäre ein Kaninchen kochte? Also sag mal, das ist ja fast so wie, wer in dem Film XY saß lange auf dem Pott und konnte dann doch nicht kacken. Was ist denn das für eine Frage hier? Aber nicht, wenn ich da. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die da spielen. Bin ich halt wirklich für so einen Schluck Kurve in der Wasser. Was? Ja, wie so eine. Wie so ein Stück Kurve im Wasser. Das. Ich muss gerade an so eine Carrera-Bahn denken. Da kannst du ein Stück Kurve. Also, sollte man aber nicht ins Wasser. Also, zumindest nicht, wenn Strom drauf ist. Ring-Logo und in der Mitte 30.000 Euro für krebskranke Kinder.
Wir haben den Sabaton gemacht für Charity und wir haben das Tattoo gemacht für Charity. Ich habe mir gedacht, wir machen die 30.000 in römischen Zahlen. Das sieht ein bisschen cooler aus, als einfach 30k da jetzt reinzuknallen in das Elden Ring-Symbol. Okay. Aber ja. Okay, jetzt sind da drei X'e drin. Er ist Triple X jetzt. Okay. Und jetzt? Wo 30k? Keine Ahnung. Aber gut, ja. 30k da jetzt reinzuknallen in das Elden Ring-Symbol. Aber ja. Ich hätte nicht erkannt, dass das Elden Lustig Ring ist. Lustig wäre es ja, wenn hier eigentlich gar nichts ist. Das kenne ich, das ist mein Lager, wenn ich das Licht habe aus. Wenn ich das Licht nicht angemacht habe. So sieht das dann bei mir aus im Supermarkt. Mhm. Ich einfach nur ohne Ende einpinkelst, weil du bei Erwartungen so strotzt. Vielleicht ist da doch was. Hä, warte mal, was war denn Tropft. Da? Warte mal. Das war doch ein süßer Löwe, war das doch. Hab ich doch gesehen. Guck mal. Das ist doch. Also, hä? Was hat sie denn? Der ist doch voll cute. Es ist Simba. Gut, nachdem er den Berg runtergerollt ist, ja, aber. Und ich hab, mit. Oh Gott, Asche wieder vom Fenster. Kann man. Pennywise sieht auch am Anfang süß aus. Ist das so? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, nein. Mit 5 oder so pisse ich da in die Wohnzimmerecke, okay? Ja, weil mein Masterplan war, das ist die Ecke, wo unser Kater, den wir zu der Zeit bekommen haben, wir haben so einen Kater bekommen vom Tierheim und der war halt nicht stubenrein. Und der hat immer in die Ecken gepinkelt, weil der auch noch nicht kastriert war. Furchtbare Sache, by the way. Mach die Eier ab. Die Batterie holen, die liegt links ums Eck. Ich glaube, die Geschichte geht noch weiter. Okay, C4 Zünder. Sie hat den Zünder in der Hand. Bing! Okay. Es gibt mittlerweile eine Erklärung für Leute, die das nicht kennen, weil Clippy jetzt Lockdown-Protokoll spielt. Deswegen weiß er das jetzt. Wegen dem mag ich keine Clowns. Außer ein Kuh-Clown. Okay. Wild. Warum hast du. Nein! Wow, okay, hat sie den Zünder weggeworfen. Oh nein. Der Fenster fliegt links um das Zimmer rum. Was sagst du, siehst das jetzt gleich? Und natürlich auch noch, klar, wenn du mit Dalu natürlich auch noch spielst dann, ne? Oh, ist das der Out. Ja? Gut. Was? Ja. Sehr gut. Nicht mal das kann ich. Wow, ich hab daneben geschossen. Look in his locker in the break room. Okay, code 1768. Ma'am, this doesn't feel right. Paul, I'm ich hab das schon aufgelegt. Hey! Ja, nicht richtig. Der Hörer liegt nicht richtig. Bitte fahr. Nessie, du fährst. Okay, wow. Ich hab meinen ganzen Bildschirm vollgerotzt. Oh, freu mich sehr. Mikrofon, Hilfe. Katzel. Kannst du bitte aufhören, in meinen Pulli zu beißen? Ja, ich reiß dich auf. Wir gehen jetzt runter. Du musst mich jetzt nicht, Los jetzt! Hallo? Ja. Ich sag, Dizzle ist Lobbyist, weil... Oh, das kenne ich, das Spiel. Das habe ich auch schon mal gespielt. Das ist, das ist hier Amogus. Lobbyist. Verstehst du? Amogus. Nee? Okay, schwieriges Publikum. Chat, eigentlich müsste ich halt noch duschen, ne? Jetzt muss ich definitiv noch duschen heute. 3, 2, 1. Oh, Alter, was zum. Okay, das kennt man eventuell. Kann das sein? Woran merkt man, dass man in USA ist und nicht in Amerika? Nee. Was?
Stark. Ich glaube, sie will frei sein. Was? Was tut ihr da? Was ist mit dem? Hilfe! Oh, da kam. Oh, das wird das. Oh. Sehe ich mich. Willst du die Waffe haben? Ich schenke sie dir. Ich will echt mal wieder so ein Spiel haben, so ein bisschen wie. Na, wie GTA. Wo man halt vielleicht mit verschiedenen Autos einfach mal so ein bisschen auch fahren kann, aber auch aussteigen kann, aber vor allem auch Flugzeug fliegen kann. So ein schönes Open-World-Game oder irgendwie so. Vielleicht dann im Multiplayer auch. Irgendwie sowas. Eigentlich bei Scum. Keine Ahnung. Aber irgendwie so ein bisschen so GTA Online, wo man halt viel Kram machen kann. Aber vor allen Dingen Flugzeug fliegen. Da hätte ich mal wieder Bock drauf. GTA 6. GTA 4. Primo, ich glaube, ich werde GTA 4 nicht. Wo soll ich das denn? Gibt's das für die PS4 noch? Oder für die Xbox One? Weil, also mein PC, ich glaube, der raucht schon beim Installieren ab. Dann, ich will nicht wissen, was das für Ressourcen braucht, damit das irgendwie gut aussieht. Also da wirst du keine VTuber sehen, die das, ich glaube, selbst Cleos Rechner wird da, der wird da zittern und denken, oh Gott, Hilfe, Hilfe. Ja, schauen wir mal, Lockdown-Protokoll. Ja, wirklich, hier. Du hast sehr viele Vertrauenspunkte. Nein, jetzt von mir, Klappi. Wenn du mich damit abgeschlossen hättest. Vertrauenspunkte, dann. Hallo. Okay. Hat sie sich abgeschlossen? Ich hab mich mit der Waffe gekillt. Oh, das ist sad. Unser Giveaway. Nicht ich. Also ohne das. Nur das hier. Das hört sich. Ohne den Kopf? Das hört sich falsch. Also ich hab noch ein paar Köpfe im Regal, also. Aaron wäre gestorben, weil sie Asthmatikulatorin ist. Was? Verstehe! Okay, wir haben 21690. Was? Auf keiner sind zwei Fingerabdrücke drauf. Das heißt, ich würde sagen, jede Zahl gibt es nur einmal. Haben wir mal 2690. LOL! Na, ihr wisst schon. Naja, also. 2690, das ist halt auf dem Keypad, ist es halt in einer Bewegung. Das ist von links nach rechts in so einem Bogen einmal. Wird in der Regel nicht empfohlen, das so zu machen. Dass man sich Zahlen, also es gibt ja wie bei Wörterbüchern für Passwörter, gibt es auch für Zahlen häufig benutzte Zahlen, sowas wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder so. Sollte man nicht als Passwort nehmen. Oder genauso wie sollte man 1, 4, 7, 8, 9, 6, 3, 2, 1 oder so. Sollte man jetzt vielleicht auch nicht nehmen. Ja, weil das halt einmal auf dem Numpad so huscht. Ne? Oder 0, 9, 8 und sowas. Schwierig. Aber seien wir mal ehrlich, die meisten Menschen merken sich, glaube ich, Zahlen. Oder wie merkt ihr euch Zahlen? Ich kenne jemanden, der merkt sich das anhand von Mustern. Also wie beim, gibt's ja beim Android auch, ne? Da kann man ja hier so Bildschirmsperre, dann kannst du so ein Muster eingeben. Und das sind, glaube ich, auch 1 bis 9 quasi Zahlen. Also es sind 3x3 Raster. Wo ich deine PIN kenne, hä, Primo, ich bin allwissend, das hatten wir doch schon. Ich weiß alles. Also, dass sie oder wo es steht. Rotieren. Meine Fallen sind so gut, dass ich selber in jede reintrete. Und nochmal. Jedes Mal. Oder? Ja, da vor ihr. Und nein, wieder. Nein. Wow. Okay, ich kann das nicht. Ich gehe jetzt woanders lange. Das ist okay, komm nochmal. Jawohl. Okay, das ist gut. Ich hätte es aber, selbst wenn ich wüsste, wo die Fallen sind, ich hätte es genauso gemacht.
Das ist einfach, das ist Streamer 1, 1, 1 mal 1, Streamer Mathe, irgendwas mit 1, Streamer, so machen das Streamer. So machen das übrigens auch Streamer, wenn sie kochen. Ich finde ja wild, dass Kiki noch einen Plattenherd hat, Alter. Holy, was ist da los? Wer weiß schon, wo er kurz zuvor Fallen aufgestellt hat. Ja gut, Streamer ja nicht, weil die haben ja kein Gehirn. Die haben es ja, wie gesagt, abgegeben. Das haben wir ja heute geklärt. Oh Gott. Ach, Kiki. Ja. Oh, das ist nicht Just Chatting. Das ist, das ist Sons of the Forest. Aber ja, das haben wir auch schon gemacht mit dem... Den Vogel abgeworfen mit dem Holz oder mit dem Stein. Aber ja, das war eine lustige Folge, I guess. So, war schön, war witzig auf jeden Fall, war abwechslungsreich und ich bin weiterhin ein NPC. Und habt einen schönen Tag. Tschüss. Ich muss so dringend pissen, bis gleich. Okay. Okay, nice. So. Das war eine gute Folge. Ich habe ein bisschen den Micha-Clip vermisst. Den hatten wir nämlich am Sonntag bei Clippy im Stream. Fand ich super, wo er einfach denn da steht. Weißt du, er weiß, alle anderen sind schon tot. Oder er war, glaube ich, auch schon tot. Und dann ist er da einfach an der Jukebox in Lockdown-Protokoll und wiped da ab und hat da richtig gute Zeit. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch eine gute Zeit. Und, lasst einen Daumen nach oben da. Wir schauen jetzt noch ein bisschen in Valheim rein. Und ihr, wie gesagt, Daumen nach oben, abonnieren, favorisieren, Glocke drücken. Was kann man noch alles auf YouTube machen? Nächstes Video anschauen. Bis dann. Ja, Lurk. Ciao. Ciao, 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 ciao. Und schaut mal live rein. Mhm.